Und wenn das jetzt noch manifest wird und sich wirklich als real erweist und man auch nicht nur von einer Zinserhöhung spricht, sondern vielleicht noch von 3, 4 in diesem Jahr, dann ist das noch das Quäntchen TNT, was dann noch fehlt für die ganze Aktion. Und dann kann es durchaus noch eine Etage tiefer gehen. Würde ich mir ganz gerne mit euch erstmal die Definition eines Bärenmarktes anschauen. Einfach nur, damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, also was hat sich jetzt tatsächlich verändert. Und zwar, wir haben ja eigentlich die ganze Zeit immer nur etwas durchgemacht, was sich Korrektur nennt. Also halt quasi, wenn ein Index 10% unter das All-Time-High fällt, dann spricht man ja von einer Korrektur, plus minus. Und dann die nächste Stufe, die nächste Eskalationsstufe für so einen marktbreiten Index. Also es ist nochmal zu trennen, bei einer Einzelaktie ist das nicht so dramatisch. Also wenn Facebook die Hälfte verliert, sagt man nicht, Facebook ist jetzt in einem Bärenmarkt. Dann sagt man halt, er ist eine Failed Company und stürzt jetzt halt einfach verdient ab. Aber halt bei so marktbreiten Indizes spricht man dann von einem sogenannten Bärenmarkt. 20% und das All-Time-High in einem gewissen Zeitraum. Also da unterscheiden sich dann irgendwie die Geister, die sagen ein halbes Jahr, meisten sagen 2 Monate. Aber grundsätzlich kann man mal festhalten, in einem etwas gedrungenen Zeitraum, 20% und das All-Time-High, dann befinden wir uns in einem Bärenmarkt. Danach kommt dann Crash, aber das erklären wir, wenn es soweit ist. Ja, und aktuell, da habe ich jetzt mal ein paar prominente Bären, also das jetzt halt mehr als ein Index jetzt in den Bärenmarkt eingetreten. Und obwohl der Herr Strelo gerade noch sich gefreut hat über die grünen Zahlen, muss man dazu sagen, der DAX ist Anfang der Woche tatsächlich in einen Bärenmarkt hineingerutscht. Dazu kam dann auch noch der Nasdaq, der ist übrigens am härtesten getroffen aktuell und für die jetzt ganz große marktbreite USA, den Russell 2000 hat es auch erwischt, auch der ist im Bärenmarkt. Also aktuell rettet uns eigentlich nur noch der S&P 500 vor wirklich dramatischen Dramen. Und dann habe ich uns noch mal einfach nur, also was einen Bärenmarkt auslösen kann, mögliche Faktoren, habe ich uns noch mal von Investopedia besorgt. Und da steht, the cause of a bear market often varies, but in general a weak or slowing or sluggish economy, bursting market bubbles, pandemics, wars, geopolitical crisis and drastic paradigm shifts in the economy are able to cause it. Und da seht ihr, ich habe jetzt ein paar hinterlegt, einfach nur, um nochmal ein bisschen auf die Dramatik der Situation. Also jeder von diesen Gründen kann einzeln einen Bärenmarkt auslösen. Und ich habe jetzt einfach nur mal, also vom Bauchgefühl her, wo ich sagen würde, welcher dieser Gründe trifft aktuell auf die Wirtschaft zu? Und da würde ich sagen, also so eine etwas langsamer anhaltende Ökonomie, die nicht so wirklich aus dem Quark kommt, das würde ich sagen, ist auf jeden Fall, das haben wir schon, global auch. Bursting Market Bubbles, da grüßen wir jetzt halt nochmal den Nasdaq. Also man kann ja auch schon sagen, so zumindest teilweise platzt gerade so ein bisschen eine Technologieblase in den USA. Eine Pandemie, also wo, hätte man wahrscheinlich vor 5 Jahren auch gesagt, eine Pandemie, dass die das dabei schreiben, das wird uns noch niemals betreffen. Sind wir immer noch mittendrin? Wars, also wir haben aktuell, wir sind bis mitten im Krieg, brutaler Angriffskrieg auf die Ukraine durch den Russen, also unglaublich eigentlich. Und das ist natürlich auch eine geopolitische Krise, also wir erfüllen enorm viele von diesen Kriterien, die jetzt ausschlaggebend sein könnten, um sich in einem Bärenmarkt zu befinden. Also das mal zu einem Bärenmarkt, dass ihr wisst, was das ist, wie tritt das auf, wo kann das herkommen und wie schlecht steht es eigentlich wirklich um uns. Und dann habe ich nochmal 2 andere Sachen mitgebracht, einfach nur, um das Ganze nochmal ein bisschen mit Zahlen zu hinterlegen. Also jetzt die große Frage, die wir uns ja jetzt stellen, ist Bärenmarkt schön und gut, aber wird das jetzt tatsächlich weiter gen Süden gehen und dazu führen, dass wir in einen wirklichen Finanzcrash kommen? Also halt wirklich so eine Krise 2008-Style.
Und da habe ich dann bei Statista nochmal so eine ganz schöne Studie gefunden. Da haben sie den Schweizer, der jetzt momentan auch wieder viel damit zu kämpfen hat, seine Währung zu stabilisieren, weil wir aktuell auch gerade Euro-Franken-Parität halt wieder erreicht haben. Ich glaube, sie haben noch 0,004 Cent, die sie retten vor der Parität. Und da haben sie mal ein paar Schweizer Top-Manager gefragt, was sie denken, was in den nächsten Jahren ausschlaggebend sein könnte, um halt in eine wirkliche Finanzkrise zu rutschen. Und die ist aus 2021 und die waren tatsächlich spot on. Geopolitische Krisenherde, das haben 51% der Schweizer Topmanager gesagt, das wäre der Grund, den sie sich am ehesten vorstellen können, wieso wir in eine Finanzkrise rutschen. Globale Verschuldung, ein Problem, was absolut nicht ausgesessen ist. Also wir sind also bis über beide Ohren stehen wir in der Kreide. Immobilienmarktkrise führender Wirtschaftsregion, auch da muss man zu sagen, also ich meine, das haben wir hier immer nur so, also in der Nebenspur, aber man muss dazu sagen, globale Immobilienmärkte enorm heiß. Der echte Börsencrash, der ist, wie schon gesagt, wir sind schon mal im Bärenmarkt. Cyberattacken auf systemrelevante Institute, da können wir nochmal den Russen grüßen. Inflation und den ganzen Rest, also ist da noch irgendwas, was ihr jetzt explizit herausheben wollt? Implikation eines beschleunigten Klimawandels. Das fand ich jetzt ganz interessant, dass man das auch auf dem Schirm hat. Mhm. Ja. Ja, Schweizer Top-Manager. Und ja, wann, das in der wann, Schweiz auch noch. Ja. Und wann wurde das abgefragt? Januar 2022. Nee, Erhebung November 21. Ja, interessant, dass Inflation nur bei 28% ist, ja? Ja, gut. Ich glaub, das hat offenbar niemand kommen sehen, außer uns. Ja? Kommt mir manchmal so vor, weil wir reden darüber schon ein Jahr. Ja, okay, die Frage ist ja, wo ist der Auslöser? Ne? Naja, aber hätten wir den Krieg nicht als wunderbare Ablenkung? Ich sage nur Filmtipp, Wag the Dog, ja. Herr Strelo. Wir wissen Bescheid, wir zwei. Ne? dann hätten wir doch ein Inflationsproblem ohne Ende. Das wird nur gerade zugetüncht von dem Säbelrasseln im Osten. Ja. Und man muss ja auch dazu sagen, wo wir uns gerade darüber unterhalten, kommt jetzt wirklich der große Crash. Wir haben das ja immer noch. Und das wird ja auch, das wird ja also dramatischer Geschwindigkeit schlimmer. Also dieses Inflationsding, das wird uns bitterböse um die Ohren fliegen. Und jetzt klar, guckt gerade keiner drauf, weil wir wirklich andere Sorgen haben. Aber sobald da irgendwie zu einer Einigung gekommen wird, dann stehen wir also vor vollendeten Tatsachen. Und das kann man sich jetzt überhaupt nicht vorstellen, was dann auf einen zukommen wird. Wenn man sich überlegt, was die sich jetzt schon beschweren bei 2 Euro für einen Liter Benzin. Ja, weil sie nicht ins Fahrrad investiert haben. Ja, also hier wollte ich halt auch einfach nur nochmal mit verdeutlichen, also halt quasi viele von den Dingen, die uns halt in eine wirkliche Finanzkrise stürzen könnten, noch das Ö da drin, da schon erörtert worden auf der Folie davor, schon also wirklich viele Faktoren, die jetzt gerade erführt werden, die dazu führen könnten, dass wir in so eine Finanzkrise abrutschen. Und dann einfach nur noch mal, um dieses Jahr jetzt einzuläuten. Also wir haben ja immerhin den März schon mal erreicht. Und es ist nur immer noch Pandemie und jetzt vielleicht bald Weltkrieg. Und also 2022 vielleicht auch noch nicht so das Hitjahr, das wir uns davon versprochen haben. Und da habe ich euch jetzt einfach noch mal so ein paar Indizes mitgebracht, damit ihr einfach noch mal sehen könnt, wie haben die sich seit Start dieses Jahres entwickelt. Und ein Großteil dieser Indizes haben ihre All-Time-Highs im November, Dezember letzten Jahres gemacht. Deshalb könnte man jetzt sagen, die sind doch alle überhaupt nicht im Bärenmarkt. Das sind doch ganz gesunde Wachstumszahlen nach unten eigentlich. Aber wenn man den jetzt halt einfach nochmal rübernehmen würde ins letzte Jahr, dann würde man halt auch sehen, die sind bis zu 20% gefallen und das All-Time-High. Und das sollte man halt auch hier wirklich nochmal im Blick behalten, also auch wenn man jetzt halt bei der aktuellen Volatilität denkt, naja, das ist ja alles in Ordnung, meine BioNTech-Aktie springt auch jeden Tag 25% rauf und runter. Das sind halt marktbreite Indizes. Und das ist schon dramatisch, wenn die halt in 2,5 Monaten, ja, 19, fast 20% halt verlieren. Also da werden viele Gewinne jetzt gerade wieder abgegeben. Und vor dem Hintergrund, also haben wir jetzt zumindest erstmal die Faktenlage geklärt. Wollt ihr noch irgendwie, während wir die Graphen offen haben, wollt ihr irgendwas noch da, bevor ich uns jetzt... Nee, hast du gut. Ja, hey, super, top aktuell auch. Ja, hey, die Zahlen von heute. Das ist ja das Schöne, wenn man unter Stress ist, dass man das nicht irgendwie letzte Woche vorbereitet, um dann heute mit alten Zahlen anzukommen. Das ist alles noch vorhin schnell zusammengeschustert.
Und deshalb öffne ich jetzt die Bühne für die alles entscheidende Frage. Also so beschissen, wie die Situation jetzt gerade auch ist, und zwar aus allen Richtungen. Wie optimistisch, / pessimistisch seid ihr, dass das entweder nochmal einen Turnaround nimmt, zum Guten, oder dass jetzt halt die Schweizer Topmanager recht haben und dass das jetzt der Weg geradeaus durch in eine richtige Finanzkrise ist? Und da kann gerne Tino die Bühne sofort haben mit den Inflationsängsten, die natürlich dahinter stecken, weil das muss man ja auch dazu sagen. Also jetzt alles, was passiert ist im letzten halben Jahr, das ändert überhaupt nichts an dem Case, den wir hier vor einem halben Jahr aufgestellt haben, dass das Inflation die größte Gefahr für die Kapitalmärkte ist. Und steigende Rohstoffpreise, also Weizen irgendwie plus 60%, Öl jetzt irgendwie auf 130, das sind alles Inflationstreiber. Und das muss man im Hinterkopf behalten. So, und jetzt habe ich aber genug geredet. Tino. Komm, ja. Tino, paint it black. Nee, das, also wir sprechen ja darüber schon länger. Ne? Für uns ist das ja jetzt nichts so Neues. Man ist vielleicht überrascht über die Geschwindigkeit, mit der das denn wirklich passiert. Aber so ist das bei Änderungen am Markt. Die passieren plötzlich, speziell wenn es nach unten geht. Nach oben klettert man immer langsam und nach unten geht es im Expresslift. Und in der Situation sind wir jetzt. Und wie ich es gerade schon kurz angesagt habe, für mich persönlich ist die Inflation immer noch das entscheidende Thema. Der können wir nicht ausweichen. Auch wenn das gerade vielleicht, wie gesagt, überdeckt wird durch den Ukraine-Krieg, ist das kein gelöstes Problem, sondern es wird sich noch steigern. Natürlich auch wiederum durch den Krieg, weil es betrifft eben auch so Energieträger wie Öl und Gas. Und die sind eben Teil des ganzen Inflationskorbes. Manche rechnen das natürlich auch raus und kommen dann auf andere Zahlen. Aber die Zahlen sind trotzdem atemberaubend. Russland und Ukraine sind ja übrigens die größten Weizenexporteure der Welt. Also war ja schon früher so die Kornkammer Europas, nannte man die Gegend dort immer. Und da hat sich ja nichts dran geändert. Und auch das wird uns mit voller Wucht treffen. Und was aber noch fehlt und was ich noch mit reinschmeiße noch, damit es auch richtig lodert, das Feuer. Wir stehen natürlich auch, beziehungsweise die Zentralbanken, vor der Wahl zwischen Pest und Cholera. Auch genau diese Begrifflichkeit haben wir dafür sogar schon erwähnt. Nämlich, es wird vermutlich nicht ohne Zinsanhebungen gehen. Einige kolportieren zwar, und dafür gibt es auch Gründe, dass jetzt durch die aktuelle Krise in der Ukraine eventuell die Fed und die EZB wieder Abstand nehmen von den Zinserhöhungen. Aber auch das wäre ja wieder nur ein Vortragen auf die Zukunft, ein Vortragen des Problems auf die Zukunft. Und ich würde aber denken, die Amerikaner werden die Zinserhöhung trotzdem durchziehen. Ob es die EZB macht, bin ich mir nicht sicher. Die sind ja eh wackelig in dieser Hinsicht. Und wenn das jetzt noch manifest wird und sich wirklich als real erweist und man auch nicht nur von einer Zinserhöhung spricht, sondern vielleicht noch von 3, 4 in diesem Jahr, dann ist das noch das Quäntchen TNT, was dann noch fehlt für die ganze Aktion. Und dann kann es durchaus noch eine Etage tiefer gehen.